Kohlenstoff, der Grundbaustein des Lebens und gleichzeitig Energieträger. Steinkohle unter Tage gelagert und zutage gefördert, weiterverarbeitet und verwandelt in Energie, in Strom, Licht und Wärme. Von existenzieller Bedeutung für die hochentwickelte Industrie und für die Gesellschaft. Alle Energien werden gebraucht. Alle haben ihre Funktion in einem ausgewogenen Energiemix. Deutsche Steinkohle, der Impulsgeber für die Wertschöpfung. Aufträge und Umsätze, Löhne und Gehälter, Steuern und Sozialabgaben sind der Motor einer gesunden Wirtschaft. Die Deutsche Steinkohle und viele Zulieferfirmen leisten hierzu ihren Anteil. Mit Produkten, die international gefragt sind. Die Exportaufträge garantieren. Nicht nur heute, sondern auf lange Zeit. Deutsche Steinkohle fördert Zukunft. Wegweisende Innovationen bahnten dem Steinkohlenbergbau den Weg an die Spitze. Kreativität und der Ideenreichtum sichern heute den Herstellern von Bergbaumaschinen die internationale Vorrangstellung. Impulse, die dem deutschen Steinkohlenbergbau, der deutschen Wirtschaft und dem Menschen zugutekommen. Steinkohle, unsere Sicherheit. Steinkohle fördert Zukunft. Steinkohle sichert Zukunft. Fast 6 Milliarden Menschen leben heute auf der Erde. Bald werden es 8 Milliarden sein. Das Leben dieser Menschen ist ohne Energie nicht möglich. Wo aber kommt die Energie her? Sie kommt zum Beispiel aus der Steinkohle. Neben dem Erdöl weltweit der wichtigste Energieträger. Kohle findet man auf allen Kontinenten unserer Erde. Sie wird teils im Tagebau, teils im Tiefbau gewonnen. Auch in Deutschland gibt es große Kohlevorkommen. Die Steinkohlenlagerstätten befinden sich hier tief in der Erde. In Bergwerken werden sie mit hohem technischen Aufwand erschlossen. In einem Bergwerk arbeiten rund 4.000 Menschen und fördern täglich etwa 10.000 bis 15.000 Tonnen Steinkohle.
An der Tagesoberfläche befinden sich neben weithin sichtbaren Fördertürmen viele Gebäude und Einrichtungen, die zum Bergwerksbetrieb gehören. Der Bergbau folgt der Lagerstätte unter Tage und errichtet Anschlussbergwerke, die mit dem Bergwerk, auf dem die Kohle zutage gefördert wird, verbunden sind. So entsteht im Untergrund eine Arbeitswelt, die sich über viele Quadratkilometer weit und über mehrere Etagen tief erstreckt. Wie sieht es dort unten aus? Die Kohle liegt mehrere hundert Meter tief unter der Erdoberfläche. Um die Kohle abbauen zu können, müssen zunächst Wege geschaffen werden, auf denen Menschen, Maschinen und Material bis zu den kohleführenden Schichten, den Flözen, gelangen. Schächte führen von der Tagesoberfläche in Tiefen von über 1500 Metern. Vom Schacht aus werden horizontal weitere Wege angelegt, die strecken. So entsteht ein weit verzweigtes Streckensystem. Mit schweren Maschinen wird es kilometerweit vorgetrieben. Die Teilschnittmaschine zum Beispiel bricht mit ihrem beweglichen Schneidarm nach und nach den Streckenquerschnitt heraus. Vollschnittmaschinen hingegen lösen den gesamten Streckenquerschnitt auf einmal heraus. Neben dem maschinellen Streckenvortrieb wird häufig auch gesprengt. In allen Bereichen des Bergwerks unterstützen und erleichtern Maschinen die Arbeit der Bergleute. Doch unerlässlich sind hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Voraussetzung ist eine breit angelegte und intensive Berufsausbildung in unterschiedlichen Fachbereichen. Energieanlagenelektroniker zum Beispiel warten und montieren Steuerungen, Schaltanlagen, Elektromotoren und Telefonanlagen. Bergmechaniker bauen die Kohle ab und treiben die Strecken vor. Hydrauliker und Kühltechniker, Vermessungsingenieure, Geologen, Informatiker und Betriebswirte, alle haben ihren spezialisierten Arbeitsbereich. Damit unter Tage gearbeitet werden kann, sind umfangreiche Vorkehrungen notwendig. Zum Beispiel müssen die Bergleute mit Frischluft versorgt werden. Die verbrauchte Luft wird über Schächte zur Erdoberfläche hin abgesaugt. So entsteht ein Unterdruck und Frischluft gelangt durch Frischwetterschächte nach unten. Für den Betrieb eines Bergwerks sind also mindestens zwei Schächte erforderlich. Die Frischluft dient zugleich der Kühlung, denn die Temperatur nimmt mit der Tiefe zu. Die Luftströme, der Bergmann nennt sie Wetter, werden nach einem sorgfältig erarbeiteten Plan durch das Streckensystem geleitet. So wie die Bergleute immer ausreichend mit Frischluft versorgt werden müssen, benötigen die Maschinen unter Tage große Mengen elektrischen Strom. Druckluft, Frischwasser und Baustoffe werden ebenfalls über Leitungssysteme direkt vor Ort gebracht. Das zulaufende Wasser, Grubenwasser genannt, wird ständig nach über Tage gepumpt. Das Grubengas wird abgesaugt. Erst dieses komplexe System von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen macht die Arbeit unter Tage möglich. Glasfaserkabel übertragen die Mess- und Regelwerte an die zentrale Bereichswarte über Tage, das Leit- und Sicherheitszentrum des Bergwerks. Hier laufen alle Informationen zentral zusammen. Zur Sicherheit der Bergleute werden die Daten ständig beobachtet und ausgewertet. Neben der Wetterführung wird damit die gesamte Maschinentechnik überwacht und gesteuert. Wie wird die Kohle nun abgebaut? Die kohleführende Schicht, das Flöz, wird in einem Streb abgebaut, einem 300 bis 400 Meter langen Verbindungsgang zwischen zwei Strecken. In mächtigen Flözen wird zum Abbau der Kohle der Walzenschrämlader eingesetzt. Er schneidet die Kohle mit Meißeln, die auf rotierenden Walzen montiert sind, aus dem Flöz.
bis zu einem Meter tief. Der Walzenschrämlader fährt im Streb auf und ab. Die vordere Walze schrämt die oberen Flözpartien, die hintere Walze die unteren. Ist das Flöz weniger dick, so wird ein Kohlenhobel verwendet. Er hobelt die Kohle bei jeder Durchfahrt 10 bis 20 cm tief aus dem Flöz. Die Kohle fällt auf eine Stahlrinne, den Förderer. Stahlschilde sichern den Strebraum vor herabfallendem Gestein. Schwere Hydraulikzylinder verspannen eine Stahlkonstruktion zwischen der Decke und dem Boden, dem Hangenden und Liegenden. Sie halten einen Druck von mehreren hundert Tonnen aus und werden elektronisch gesteuert. Hinter den Schilden bricht das darüberliegende Gestein herunter. Um dem Abbau zu folgen, werden die Schilde hydraulisch abgesenkt, an den Förderer herangezogen und wieder hochgefahren. Danach wird der Förderer von den Schilden wieder an die Kohlefront gedrückt. Der Streb wandert ständig weiter in Abbaurichtung durch das Flöz. So verlagert sich der Abbaubetrieb um bis zu 10 Meter pro Tag und folgt der Lagerstätte. Kontrolliert wird dies alles an Bildschirmen in der Warte zentral über Tage. Wie gelangt nun die gewonnene Kohle an die Erdoberfläche? Der Förderer, der neben der Abbaumaschine läuft, transportiert die Kohle zur Strecke. In der Strecke wird die Kohle in einem Brecher grob zerkleinert und gelangt über Bandanlagen oder per Bahn bis zum Förderschacht, nicht selten über eine Entfernung von vielen Kilometern. Hier wird die Kohle in Bunkern gesammelt und anschließend in großen Behältern, den Skips, mit hoher Geschwindigkeit durch den Schacht an die Erdoberfläche gebracht. So gelangt die Kohle und auch das Gestein aus Streb- und Streckenvortrieb nach über Tage. Auf Bandanlagen geht es zur Mischhalle, denn bevor die Kohle verkauft werden kann, muss sie erst gemischt und aufbereitet werden. Die Abnehmer, Kraftwerke und Kokereien verlangen, um optimale Wirkungsgrade erreichen zu können, eine hochwertige, gleichbleibende Kohlequalität. Die so gemischte Kohle enthält noch etwa zur Hälfte Gestein. In der Aufbereitung wird es von der Kohle abgetrennt. Dabei werden Unterschiede im spezifischen Gewicht genutzt. Die Kohle schwimmt, das schwerere Gestein sinkt ab. Schließlich kommt die Kohle in einen Verladebunker. Jetzt kann sie ihren Weg zum Verbraucher antreten. Kohle wird in Deutschland überwiegend mit Bahn oder Schiff zu den Kunden gebracht. Das Gestein wird zum Teil für den Straßen- und Deichbau sowie im Landschaftsbau verwendet. Der überwiegende Teil wird zu Halden aufgeschüttet und zu sorgfältig geplanten Landschaftsbauwerken gestaltet. So werden neue Naherholungsgebiete für die Bevölkerung und auch Naturräume für die Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. Den Zugriff auf die Steinkohlenlagerstätten zu erhalten, ist in Deutschland aufwendig. Steinkohle leistet aber einen wichtigen Beitrag zur Deckung der heimischen Energieversorgung. Die Bergwerke an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Sie sichern viele Arbeitsplätze und sind zugleich ein Testfeld für die Weiterentwicklung und Erprobung modernster Bergbautechnik, die weltweit gefragt ist.